Moin, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ich zeige euch heute mal, wie man bei einem Fiat Panda die Glühbirne vorne wechselt, also das Leuchtmittel vorne. Verbaut ist so eine handelsübliche H4. So sieht das aus. Drei Kontakte für Fern- und für das normale Abblendlicht. Also ganz übliche Birne also. Ja, und ich zeige euch mal, wie das heute geht. Ist ganz einfach eigentlich. Zack, Autos auf. Natürlich die Haube aufmachen, hier an der Seite. Zack. Haube öffnen, hier unten einmal drücken, hochziehen. Und ganz wichtig natürlich den Haken hier zur Seite, damit die Motorhaube nicht wegrutschen kann. So, bei mir ist dieses Abblendlicht hier kaputt. Also einmal hier das Teil zur Seite, dann kann man auch schon die Klappe abnehmen hier, ein bisschen rütteln, zack, da ist sie, schön hier hinlegen, so, da ist die Frontlampe, zunächst einmal den Stecker abziehen hier, so, dann haben wir hier noch zwei Klammern, einmal gegendrücken, einmal links, einmal rechts. So, komm, zack. So, dann ist die Klammer freigelegt. So, jetzt können wir die Biene so rausnehmen. Platz ist ja vergleichsmäßig viel vorhanden. So, die neue, ganz wichtig, hinten anpacken. Und in dieselbe Position wieder so reindrücken. So, ja, tritt einhändig ein bisschen schwierig, aber es geht. So darauf achten, dass sie vernünftig sitzt, also nicht wackelt. Dann mit dem einen Finger die eine Manschette wieder drauf, die eine Klammer. Dasselbe mit der anderen Seite. Dann kann man es sehen. So. So, dann sitzt das Ganze bombenfest. Zuletzt noch eben den Stecker drauf. Zack. Die Verkleidung wieder drauf. So, da sind so kleine Führungsschienen. Da an der Seite. So, zack, reindrücken. Und mit dieser die Klammer hier dann wieder zu drücken. So, das war es auch schon. Nächster Schritt natürlich Motor wieder zu. Und mal gucken, ob es funktioniert. Ja. Wunderbar. Lampe leuchtet. Und natürlich gucken, dass der Strahl relativ gerade ist, so dass man genau weiß, dass die Lampe gerade drin sitzt. Ja, das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr natürlich wollt, abonnieren. Ja. Und ich denke, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!